Hallo Khaled. Wegen mir können wir los. Alles klar. Am besten gehen wir direkt zur Krypta. Folge mir. I'm not telling you anything new. I've got no time for things like that. I'm not telling you anything new. Same old thing all over again. He insisted he knew better. As if I didn't have enough. You don't have to ask me that. I couldn't get away with that. Ever change. There's another of those scummy beasts. Das Grab ist offen. Ich glaube, da ist uns jemand zuvorgekommen. Hier wird wohl nichts mehr zu holen sein. Ich bin eigentlich neugierig, wie es in so einer Gruft wohl aussieht. Dann klettere rein und schau dich um. Ich passe auf deinen Rücken auf. Willst du nicht mitkommen? Mit den dicken Fingern und der breiten Rüstung komme ich da nie wieder raus. Geh nur und wenn du genug hast, sag Bescheid. Nichts zu plündern. Thank you.
nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Ich bin doch kein Metzger. Hallo, Khaled. Ich denke, ich habe genug gesehen. Und? Wie war's da unten? Wir sind tatsächlich zu spät gekommen. Da gab es nichts als Staub und Gebeine und die Truhen wurden schon vor langem geplündert. Alles andere hätte mich auch gewundert. Die Friedhöfe sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Sag mal, hast du Lust, nach dieser Enttäuschung noch weiter mitzukommen? Ich wollte mal in Richtung Südosten das Tal runterlaufen. So schnell lassen wir uns doch nicht entmutigen, oder? Kann losgehen. Bleib dicht hinter mir. Nichts zu plündern. Ich bin doch kein Metzger.
So, da wären wir. Ich denke, das reicht für dieses Mal. Wenn du mal wieder eine geführte Tour durch den Wald machen willst, lass es mich wissen. Bis dann. Wir sehen uns. Ich bin doch kein Metzger. Nobody will learn any. Just have to listen. Of course we got him in the end. I agree with you completely. Is it really true? Put away that weapon! Grüß dich, Jarvis. Unterrichte mich in den ganz speziellen Disziplinen. Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Schlösser knacken ist eine unerlässliche Fertigkeit für einen guten Dieb. Du brauchst eine Menge Fingerspitzengefühl und Intuition und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniest, dann drehe deinen Dietrich nach links oder nach rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit deinem Werkzeug von der Hand gehen. Wir sehen. Enough trouble as it is. That's been known a long time. I couldn't get away with that. I agree with you completely. It's his decision, right?
Ich will eine Revanche. Ich will dir auch mal auf die Fresse geben. Oder kannst du nur wehrlose Frauen schlagen, Schlappschwanz? Keine Chance, Schlampe. Ich kenne die Regeln. Versuch mal mit einem Baum zu reden. Der wird sich leichter provozieren lassen. Und jetzt hau ab. Immer schön die Augen offen halten. Hey, Seebär. Wie kann ich es anfangen, dass ich von jemandem zum Duell herausgefordert werde? Na, wie üblich. Derjenige sollte sich über etwas furchtbar aufregen. Und wenn er dann zur Waffe greift, hast du dein Duell. Mach's gut. Hey, Hodges. Wie kann ich da aus der Reserve locken? Der Typ ist zu blöd, sich beleidigen zu lassen. Also ich an deiner Stelle würde ihm einfach das Rauchkorn klauen. Ich vermute, schneller kann man einen Zweikampf mit da nicht bekommen. Natürlich, das ist es. Warum habe ich nicht solche guten Einfälle? Weil du? Das will ich gar nicht wissen. Unter welchem Stein hat da denn sein Kraut versteckt? Keine Ahnung. Sicher nicht dort, wo jeder rankommt. Also zum Beispiel in einer Truhe. Irgendwo, wo er sicher weiß, dass dort selten jemand hinkommt. Aber auf jeden Fall hier in der Nähe. Danke, Hodge. Das bringt mich weiter. Keine Ursache. Schau her. Hey, Arschloch. Ich will eine Revanche. Ich will dir auch mal auf die Fresse geben. Wiederholungen machen mich müde. Verschwinde. Spiel weiter mit Puppen. Ach, weißt du, mir fällt da eine bessere Beschäftigung ein. Sie heißt, verteile kostenlos das Rauchkrautvorrat. Was? Das wagst du nicht. Ich schlag dir die Fresse weich. Well, we'll see the next time. Hey, Arschloch. Oh, Mann. Du blöde Schlampe. Ich hasse dich. Das wirst du bereuen. Denkst du, ich fürchte mich vor dir, nachdem ich dich verdroschen habe? Sei nicht albern. Von heute an überlege es dir genau, bevor du eine Frau angrapschst. Sie könnte zurückkommen und sich revanchieren. Ach, spar dir doch deine schlauen Sprüche. Hier hast du übrigens dein Kraut zurück. Ich hoffe, es wird dir endgültig den Rest geben. Oh,
tell me that. Grüß dich, Kurt. Ja, ich hab's getan. Ich hab das Arschloch umgehauen. Der wird so schnell keiner mehr zu nahe treten. Na, das ist mein Mädchen. Ich hab's doch gleich gewusst, dass du es drauf hast. Ach ja? Gleich gewusst? Das konnte ich natürlich so nicht sagen. Das musst du verstehen. Die Leute. Schon gut, ich weiß doch. Jedenfalls danke ich dir, dass du mir diesen Sieg ermöglicht hast. Kein Problem. Aber hör nicht auf mit dem Training. Es warten immer ein paar Kerle da draußen, die sich einbilden, besser als du zu sein. Versprochen. Wir sehen uns. He thinks it's as easy as that. Nothing amazes me. Hey, Velaya! Was hast du? Die Sache mit da. Du hast diesem Arsch so richtig gezeigt, was Sache ist. Die Frauen auf dem Hof werden jetzt hoffentlich mit mehr Respekt behandelt. Sag mir einfach Bescheid, wenn euch einer dieser Jungs zu sehr auf die Ketten geht. Ich rede dann mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen. Ich glaube, das wissen sie seit dem Kampf selbst. Is it really true? Don't say you didn't know that. If he doesn't see that, I can't help him. Na, interessiert daran, in die Stadt zu kommen? Schon möglich. Ach, komm schon. Jeder will in die Stadt. Und in diesen Zeiten ist das ein ungeheures Privileg. Wie viel? Hey, sehe ich so aus, als wäre ich bestechlich? Ich sag dir was. Du gehst zum Bauern Akil.
Sagst ihm, du kommst von Mika. Akil hat neue Lebensmittel für die Stadt. Du begleitest seine Leute, auf dass sie hier gesund und vor allem mit der Lieferung ankommen. 100 Goldmünzen. Betrachte es als Investition in die Zukunft. Schon klar, ich habe nichts anderes erwartet. Hier sind die 100. Ich hoffe, der Zinsertrag ist dementsprechend. Du wirst es nicht bereuen. Von nun an hast du einen treuen Milizmann an deiner Seite. Really have known better one than last year.